Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich ganz herzlich aus dem Quest Club. Ich bin die Monika und an meiner Seite ist heute die bezaubernde Alina. Danke, dass du mich begleitest. Das Thema heutigen Stunde ist gesunder Rücken. Wir werden schauen, dass wir heute die Körpervorderseite öffnen und die Körperrückseite stärken. Die Stunde ist geeignet für alle, die viel sitzen, weil genau das passiert, wenn du viel sitzt, die vordere Körperseite schließt und dein Rücken dehnt sich und wird schwach. Und wir werden heute daran arbeiten, damit du bessere, aufrechte Haltung bekommst. Lass uns beginnen. Setze dich bequem, entweder so wie wir, so wie ich oder wie die Alina, in eine Sitzposition, wo du deine Wirbelsäule gut aufrichten kannst. Bringe deine Handrücken zu deinen Leisten, deine Ellenbogen nah am Körper. Öffne deinen Brustkorb und hebe dein Kinn. Schließe hier für einen Moment deine Augen und spüre, wie du atmest. Atme tief durch die Nase ein und wieder tief durch die Nase aus. Öffne deinen Brustkorb, atme ein und lass den Brustkorb wieder schmelzen, atme aus. Spüre, wie dein Brustkorb sich weitet, atme ein und aktiviere deine Körpermitte, atme aus. Wenn du einatmest, nimm die Schulter mit nach oben, kreise sie zurück. Und wenn du ausatmest, spanne deinen Bauch leicht an. Noch zwei tiefe Atemzüge. Nimm wahr, wie die kalte Luft durch deine Nase reinfließt, wenn du einatmest. Und wenn sie erwärmt wieder rauskommt, wenn du ausatmest. Noch einmal. Tief ein und tief wieder aus. Öffne jetzt deine Augen und bringe die Arme über die Seite hoch. Atme hier ein, verschränke deine Finger und ausatmend leg die Hände am Hinterkopf. Bringe die Ellenbogen nach vorne. Und bringe Leichtigkeit in deinen Brustkorb, indem du den jetzt nach vorne und nach oben hebst. Erzeuge sanfte Lordose in deinen Rücken. Und drück mir deinen Kopf in deine Hände. Und deine Hände drücken leicht dagegen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Ziehe hier deine Körperflanken lang und spüre dein Gesäß auf deinen Fersen. Mit der nächsten Einatmung öffne langsam die Arme, drehe deine Handflächen nach unten und beginne die Arme zu rotieren, deinen rechten Arm nach vorne und deinen linken nach hinten. Weiter so. Rechte Arm eindrehen, den linken ausdrehen.
Wenn sich jetzt dein Knie meldet, kannst du gerne ein Kissen nehmen und das Kissen unten dein Gesäß platzieren. Noch zweimal. Schau über die rechte Schulter und schau dir deinen Daumen kurz an. Dein rechter Arm rotiert nach vorne, nach innen, und dein linker Arm rotiert nach außen. Seite wechseln. Streck die Arme nochmal durch. Bis du die Armmuskulatur und deine Handmuskulatur spürst. Rotiere deinen linken Arm jetzt nach innen und deinen rechten nach außen und wieder zurück. Innenrotation rechts, Außenrotation links. Ganz langsam, in deinem Tempo. Schau jetzt über die linke Schulter und schau dir den Daumen an. Noch zweimal. Halte die Arme gestreckt. Wunderbar. Senke die Arme zur Matte, kreise die Schulter zurück und verschränke die Finger hinten im Gesäß. Beuge die Ellenbogen. Rolle die Schulter hoch und zurück. Zentriere die Ellenbogen zueinander und strecke die Arme durch. Noch zweimal. Beuge die Ellenbogen. Rolle die Schulter zurück. Zentriere die Ellenbogen und strecke die Arme durch. Versuche deine Handwurzelknochen zusammenzuhalten. Letztes Mal, Arme beugen. Schulter hoch und zurückrollen. Lass sie hinten. Zentriere die Ellenbogen und die Arme durchstrecken. Bleibe für zwei Atemzüge hier. Tief ein und tief wieder aus. Löse langsam die Haltung und komme in den Vierfüßler. Mach mit deinen Knien zwei kleine Schritte zurück und bringe deine Hände wie zwei Sterne unter deinen Schultern. Spreize die Finger ab. Schau, dass dein Zeigefinger auf 12 zeigt. Von hier aus versuche ausatmend deinen Brustkorb nach unten Richtung Mate schmelzen lassen und einatmend drück dich wieder hoch. Aus, tief, ohne die Arme dabei zu beugen. Und ein, wieder hoch. Noch zweimal. Tief und hoch. Verkleinere den Abstand zwischen den Schulterblättern, atme aus und mach den wieder groß, atme ein. Bleibe hier. Von hier aus strecke das rechte Bein nach hinten, beuge das Bein und bringe den rechten Fuß zu deiner rechten Hand außen. Stell die Zehenballen auf und wandere mit dem Fuß weiter zurück. Leg dein Knie ab, leg deinen Fußspann ab. Hier nochmal das Gleiche. Lass ausatmend deinen Brustkorb nach unten schmelzen, ohne die Arme zu beugen. Und einatmend drück dich wieder hoch. Aus, tief. Und ein, hoch. Lass das rechte Knie nah an deine rechte Schulter. Und geh nur so tief, bis die Beweglichkeit im Schultergelenk das zulässt. Bleibe hier.
Von hier aus lege den linken Unterarm ab. Es ist eine wunderbare Position, um hier zu bleiben. Oder wenn du möchtest, nimm den rechten Unterarm dazu. Öffne dein Bein im 45-Grad-Winkel nach außen und verlagere das Körpergewicht auf die äußere Fußkante. Achte darauf, dass dein Knie und dein Fuß in die gleiche Richtung schauen. Lass dein Becken zur Matte schmelzen. Drück deinen Fußspann fest in die Matte hinein. Bleibe noch für 2 Atemzüge hier. Wenn du nicht so tief kommen kannst, nütze die Option Block oder Kissen oder vielleicht hast du noch eine Decke zu Hause. Komme langsam hoch. Stell den Fuß auf, Becken hoch, herabschauende Hund. In deinem ersten herabschauenden Hund heute beugst du die Beine, gibst dein Becken und schiebst deine Sitzbeinhöcke nach hinten und nach oben. Wenn du die Länge in den unteren Rücken beibehalten kannst, streck die Beine jetzt durch. Beuge deine Ellenbogen. Schiebe die inneren Schulterblattspitzen zueinander, Ellenbogen zentrieren, Arme durchstrecken. Stell dir vor, du möchtest jetzt deine Schulterblätter gegen einen imaginären Widerstand nach vorne schieben. Bleibe noch 2 Atemzüge hier. Ziehe die Schulter weit zu deinen Ohren, um deine Körperflanken noch mehr zu verlängern. Beine wieder beugen. Mit der nächsten Einatmung hebe das rechte Bein schwunglos nach hinten oben, lass dein Becken dabei geschlossen. Hebe deine linke Ferse. Drück dich weg von der Matte und ziehe das rechte Knie jetzt erstmal zu deinem Bauch. Hebe dein Becken noch mehr und dann stelle den Fuß vorne zwischen deinen Händen. Beuge das hintere Bein. Ziehe die Matte mit dem vorderen Fuß zurück und mit dem hinteren Fuß nach vorne. Der Zelt spannt sich auf. Beine zentrieren, komme langsam hoch. Krieger 1. Von hier aus beuge nochmal das hintere Bein. Ziehe dein Schambein hoch und jetzt strecke das hintere Bein durch. Die Ferse zieht zur Matte. Hebe deine Rippen, hebe deine Schultern und drehe dein Handrücken jetzt nach vorne. Außenrotation im Oberarm. Bleibe hier. Atme tief ein und ausatmend sprinte. Hebe dein Becken und einatmend bringe das rechte Bein wieder nach oben in den dreibeinigen Hund. Und ausatmend in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung hebe ganz langsam das linke Bein hoch. Und ausatmend ziehe das Knie erstmal zum Bauch. Hebe dein Becken, drück dich weg und stelle den Fuß zwischen deinen Händen. Zentriere die Beine. Der vordere Fuß zieht zurück, der hintere nach vorne. Und mit dieser Spannung kommst du hoch. Beuge jetzt deine Arme. Schiebe deine Ellenbogen nach unten und dann nach vorne. Spreize deine Finger. Wenn du das hintere Bein noch gebeugt hältst, beuge es noch mehr. Ziehe dein Schambein hoch. Und jetzt strecke das hintere Bein durch. Ferse zieht nach unten Richtung Matte. Öffne deinen Brustkorb. Kreise die Schulter zurück. Bleibe hier. Kinn ran, Kinn hoch. Der Atem fließt.
bringe Leichtigkeit in deinen Brustkorb, indem du jetzt noch etwas tiefer ein und dann ganz tief ausatmest. Ganz langsam komme zurück. Sprinter, hebe dein Becken, hebe deine rechte Ferse und einatmend dreibeinige Hund. Lass dein Becken zu und ausatmend herabschauende Hund. Mit der nächsten Einatmung rolle dich wie eine Schlange nach vorne in die Planke. Oberschenkel fest, Bauch fest, Schambein zum Bauchnabel und ganz langsam Chaturanga. Atme aus. Leg erstmal dein Knie ab. Lege dein Schambein weit vorne ab und rolle dich einatmend in die Cobra. Ellenbogen eng. Du ziehst die Matte mit deinen Händen zurück. Ausatmend, gebe dein Becken, Gesäß zurück, Position des Kindes. Öffne deine Knie. Lass gut Platz für deinen Brustkorb. Setze deine Fingerkuppen auf. Und lass dein Becken noch weiter nach vorne kippen. Erzeuge Länge in deinen unteren Rücken. Und wenn du kannst, krabbelst du mit den Fingerkuppen noch weiter nach vorne, um deine Schulter ganz nah zu deinen Ohren zu bringen. Hebe deinen Brustkorb, atme ein und lass den wieder schmelzen, atme aus. Hebe den nochmal, atme ein und schmelzen lassen, atme aus. Mit der nächsten Einatmung roll dich über die Katze in den Vierfüßler. Becken kippen, Beine beugen, herabschauende Hund, ausatmen. Rechtes Bein heben, atme ein. Und stelle den rechten Fuß jetzt aus, neben deine rechte Hand, atme aus. Leg dein Knie ab. Leg deinen Fußspann ab. Leg deine Hand jetzt nah an deine Leiste, sodass der Daumen innen und die anderen vier Finger außen bleiben. Versetze die linke Hand weit nach außen, am besten außerhalb der Matte. Hier beugst du deinen linken Ellenbogen, rollst du den linken Schulter zurück und streckst den Arm durch. Drehe den Brustkorb jetzt nach rechts auf und bringe den rechten Arm über den Kopf und dann die Hand an deinen Nacken. Das ist ein wunderbarer Platz, um hier zu bleiben. Option: Du kommst von hier aus in eine sanfte Rückbeuge. Lehne dich leicht zurück. Und drück den Kopf wieder in die Hand und deine Hand drückt leicht dagegen. Wenn du möchtest, kannst du das linke Knie heben und dich weiter öffnen. Entspanne hier deine Gesichtszüge. Und wenn du jetzt zitterst, es ist Ausdruck der Freude. Langsam das Knie ablegen. Hände wieder unter die Schultern. Becken hoch, herabschauende Hund. Linkes Bein langsam, schwunglos, wie in einem Honigbad nach hinten oben heben. Das Bein beugen und den Fuß links neben deiner linken Hand ablegen. Bringe dein rechtes Knie weit zurück. Mit dieser Intention jetzt nicht das Knie, sondern den Oberschenkel abzulegen. Leg deinen Fußspann ab und versetze die rechte Hand weit nach außen. Stütze dich hoch. Die linke Hand landet in der Leiste. Der Daumen ist innen, die anderen vier Finger sind außen.
Beuge deinen rechten Ellenbogen. Kreise den Schulter zurück. Zentriere den Ellenbogen zum Körper und streck den Arm durch. Dreh dich nach links auf. Dein Bauchnabel geht mit. Einatmend bringe den linken Arm über den Kopf und ausatmend legst du die Hand am Nacken oder am Hinterkopf und drückst mit dem Kopf gegen die Hand. Wenn du möchtest, kannst du das rechte Bein heben und weiter tiefer in die Rückbeuge kommen. Bei dem Problem mit dem Handgelenk versetze die Hand noch weiter nach außen. Komme langsam zurück. Hände unter die Schultern, Fuß auf, Becken hoch. Dreibeiniger Hund. Und ausatmend herabschauender Hund. Rolle dich nach vorne in die Planke, atme ein. Und Low Push-Up, atme aus. Cobra ein. Ellenbogen eng, die Hände ziehen die Matte zurück. Und herabschauender Hund, atme aus. Beuge die Beine, kippe dein Becken und mit ganz kleinen Mini-Walks komme nach vorne in die tiefe Vorbeuge. Gerade Rücken, atme ein und nochmal tiefe Vorbeuge, Uttanasana, atme aus. Beine beugen, Becken kippen, Blitz, atme ein. Beuge die Arme und bleibe hier. Zieh dir die Ellenbogen jetzt weiter nach unten und dann bringe sie weiter nach vorne. Dein Brustkorb öffnet sich. Als Option löse jetzt deine Fersen von der Matte und verlagere das Körpergewicht auf die Zehenballen. Der Atem fließt. Kinn ran. Kinn hoch. Mit der nächsten Ausatmung legst du erstmal die Fersen ab und kommst wieder in die tiefe Vorbeuge. Jetzt legst du die Hände am Hinterkopf und öffnest die Ellenbogen nach außen. Beine noch mehr beugen, Becken kippen, Körpermitte fest. Mit dieser Spannung richtest du dich jetzt ganz langsam auf, bis du im Stand angekommen bist. Hebe jetzt deine rechte Ferse. Beuge das Standbein. Hebe das Knie so hoch, wie du es heben kannst. Greife jetzt mit deiner linken Hand deinen rechten Oberschenkel von außen und beuge den rechten Arm 90 Grad. Becken kippen, Standbein bleibt gebeugt. Du ziehst den rechten Oberschenkel zur Körpermitte, während du deinen Ellenbogen nach hinten unten ziehst. Bleibe hier. Wenn du möchtest, kannst du das linke Bein jetzt ausstrecken. Wenn du Spannung in den unteren Rücken spürst, ziehe dein Schambein hoch. Bleibe hier. Letzte zwei Atemzüge. Wenn es wackelig wird, drück den Großziehballen in die Matte hinein. Komme langsam hier raus, direkt in die tiefe Vorbeuge. Platziere die Hände wieder hinter dem Kopf, Ellenbogen nach außen, Becken kippen, Beine beugen, richte dich langsam auf. Bleibe hier, atme durch. Hebe jetzt die linke Ferse. Beuge das Standbein, das rechte Bein leicht. Hebe das Knie, so hoch du es heben kannst. Entchen Popo.
Greife mit der rechten Hand deinen linken Oberschenkel von außen auch gerne in die Kniekehle greifen und öffne dich weiter nach links auf. Bleibe hier. Ziehe das rechte linke Knie zur Mittellinie, während du den linken Ellenbogen nach unten und leicht nach vorne ziehst. Bleibe hier. Schambein hoch. Nabel nach innen. Und aus der Körpermitte heraus kannst du dich vielleicht noch weiter aufdrehen und zum Schluss das rechte Bein ausstrecken. Nochmal tief ein, nochmal länger und aus, tiefe Vorbeuge, ganz langsam. Gerade Rücken, atme ein, locke deinen Oberarmknochen in dein Schultergelenk ein und Achtung, öffne die Beine, sodass die Knie und die Füße nach außen zeigen und setz dich in den Yogiskurt Malasana. Ganz tief, wenn es geht, wenn nicht, bleibe hier und erzeuge Länge in der Wirbelsäule, indem du mit deinen Ellenbogen gegen deine Oberschenkel drückst und deine Oberschenkel drücken dagegen. Öffne dein Becken. Drück die Hände gegeneinander und schiebe dein Brustbein Richtung deinen Daumen. Achte darauf, dass beide Fußkanten Richtung Matte streben. Bleibe hier noch für 2 Atemzüge. Auch wenn dein Becken jetzt etwas höher ist, dann das macht überhaupt nichts. Dann bleibe hier. Schau einfach, dass du deinen Rücken gerade hältst. Letzte Einatmung in diese Position und Achtung, ausatmend, löse die Hände und leg die hinten dem Gesäß, setz dich bequem. Von hier aus ziehe das rechte Knie zu dir ran und öffne das Bein nach außen. Platziere deinen Fuß nah an deinen linken Oberschenkel. Schau dir kurz das rechte, linke Bein an. Rotiere den Oberschenkel mit den Händen leicht nach innen. Fußflex. Der Großzehballen drückt weg. Beuge das Bein leicht. Schiebe das Gesäß raus. Leg die Hände aufs Knie. Drück leicht dagegen und erzeuge Länge in deiner Wirbelsäule, indem du die Sitzbeinhöcker fest in die Matte drückst und deinen Brustkorb nach vorne oben öffnest. Von hier aus behalte diese Länge und bringe deine Hände in die Gebetshaltung von deinem Herz. Wenn du möchtest, streck das linke Bein jetzt durch und drück den Oberschenkel in die Matte hinein. Streckt einatmend die Arme in die Verlängerung deines Herzens nach oben. Öffne deine Handflächen. Bleibe hier. Erzeuge Länge, atme ein und erde dich mit deinen Sitzbeinhöcker, atme aus. Streck die Arme aus dem Schultergelenk heraus, einatmen und drück die kleinen Finger und deine Handteller außen gegeneinander, atme aus. Mit der nächsten Ausatmung löse die Haltung und dreh dich zu deinem gestreckten Bein. Beuge das Bein wieder. Greife mit deiner rechten Hand deinen Fuß von außen. Bringe die linke Hand außen an deinen linken Oberschenkel und ziehe den Boden, die Matte zurück. Bleibe lang.
Wenn du noch Spielraum hast, beuge jetzt deinen rechten Ellenbogen und bringe den linken Arm unter der Achsel nach rechts zu deinem rechten Knie. Einatmend, beuge den Ellenbogen noch mehr und drehe noch weiter nach rechts auf. Stell dir vor, du möchtest die linke Schulter von deinem linken Oberschenkel bringen. Wenn das möglich ist, streck das linke Bein durch. Bleibe noch für 3 Atemzüge hier. Der Atem fließt. Deine Hand drückt aufs Knie und das Knie drückt in die Hand. Komme langsam hier raus und wir wechseln die Seite. Streck das rechte Bein nach vorne und zieh das linke Bein zu dir ran. Gib das linke Bein nach außen, Fuß an Oberschenkel. Rotiere den rechten Oberschenkel leicht nach innen. Beuge das rechte Bein, flexe den Fuß und zieh gleichzeitig deine Ferse und deine Sitzbeinhöcker zueinander. Drehe dich genau in die Mitte zwischen deinen Beinen, 45 Grad. Und zieh die Knie zu dir ran, werde noch etwas länger. Spüre, wie die Körperrückseite aufgeht. Von hier aus bringe die Hände in die Gebetshaltung von deinem Brustbein. Und dann streck die Arme diagonal nach vorne und nach oben. Öffne die Hände, damit dein Oberarm in die Außenrotation kommt. Kinn ran, Kinn hoch. Streck das rechte Bein jetzt durch und drück den Oberschenkel in die Matte hinein. Komme hier langsam raus. Drehe dich jetzt zu dem gestreckten Bein. Und greife mit der linken Hand was du greifen kannst. Das kann auch gut Knie, Schienbein oder Fußkante sein. Fußaußenkante. Ziehe mit der rechten Hand die Matte zurück und beuge dich aus dem Hüftgelenk noch weiter nach vorne. Beuge jetzt deinen linken Ellenbogen. Du kannst hier bleiben oder du kannst den rechten Arm unter der Achsel nach links führen und deine Hand auf dem Knie legen. Beuge den linken Ellenbogen. Bringe deine rechte Schulter vor deinen rechten Oberschenkel. Atme hier tief in die untere Körperflanke ein. Da wollen wir auch nicht kollabieren. Bleibe lang. Ellenbogen weiter nach oben ziehen. Knie drückt in die Hand, Hand drückt dagegen. Und zum Schluss strecke das rechte Bein durch. Komme hier langsam raus. Rolle dich hoch. Und komme in die Rückenlage. Bringe hier deinen rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. Strecke die Arme zur Seite, sodass deine Handtellen nach oben schauen. Hebe jetzt dein Becken und versetze es weit nach links. Von hier aus lässt du die Beine ganz langsam nach rechts fallen. Komme in den Twist. Drücke mit deinem rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel
die Dehnung noch etwas intensiver zu spüren. Beuge jetzt deinen rechten Ellenbogen und bringe deine Hand nah an deinen rechten Ohr. Dein Ellenbogen zeigt jetzt zur Decke. Lock deinen Oberarmknochen wieder in dein Schultergelenk ein und versuche dein linkes Schulterblatt Richtung Matte zu drücken, während du mit dem Bein noch etwas tiefer nach unten rechts dich bewegst. Flexe beide Füße. Langsam Position lösen, die Arme wieder ausstrecken, Becken wieder zur Mitte bringen und wir wechseln die Seite. Bringe den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Flexe die Füße, hebe das Becken und bringe es nach, weit nach rechts. Von hier aus lässt du die Beine ganz langsam nach links fallen, um in den Twist zu kommen. Das rechte Schulterblatt löst sich von der Matte. Das passiert oft. Und jetzt machen wir etwas, was uns hilft, das Schulterblatt wieder auf die Matte zurückzubringen. Beuge den linken Arm. Platziere deine Hand, deine Fingerkuppen weit nah an deinem linken Ohr. Lock den Oberarmknochen in dein Schultergelenk ein, damit das rechte Schulterblatt jetzt Kontakt zur Matte bekommt. Bleibe hier. Die Füße möchten weiter nach unten. Komme hier ganz langsam raus. Becken zur Mitte und ziehe das Knie Richtung Brust. Beginne von hier deine Beine zu kreisen. Erstmal hinein und jetzt hinaus. Befreit dich von Angst, denn sie reinigt und heilt dich. Sie zeigt sich voll Glanz. Die Transformation vollzieht sich in Schüben und öffnet dein Denken wie sprießende Blüten. Linke die Beine wieder zusammen und lege sie nach, stelle sie nacheinander auf. Ganz langsam lass die Beine zur Seite fallen, zur Seite deine Wahl und komme in die Seitlage. Langsam stützt du dich hoch und kommst wieder in eine sitzende Position, deine Wahl. Hebe dein Gesäß und schiebe deine Pobacken zurück. Lege deine Hände auf deinen Knien, sodass deine Handflächen Richtung Decke zeigen. Zentriere wieder die Ellenbogen und wir beenden die Stunde, so wie wir sie angefangen haben, mit einer sanften Atemübung. Schließe deine Augen. Kreise die Schulter zurück. Kinn ran, Kinn heben. Atme tief ein. Und tief wieder aus. Stell dir vor, du erzeugst Länge, wenn du einatmest. Und du erdest dich, wenn du ausatmest. Alle Intentionen nach innen richten, einatmen.
und den gedachten Körperkorsett um die Teile eng schnüren, ausatmen. Nimm die neue frische Energie, atme ein. Und lass alles, was du nicht brauchst, los, atme aus. Noch zweimal tief ein. Und genauso tief aus. Bringe die Hände jetzt in die Gebetshaltung vor deinem Herzen. Und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um Yoga zu praktizieren. Wünsche dir selbst einen wunderschönen Abend. Danke für deine Aufmerksamkeit. Namaste.